Das nehme ich für unterwegs mit. Sicher noch nützlich sein. Wenn ich das Ganze nur beschleunigen könnte. Eine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen.
ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Die Göttin hat uns aus gutem Grund erschaffen. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin, unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager, dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das hat Eindruck hinterlassen. Thank you.
dem Weg und in Deckung! Immer auf das Tier! Schütze uns! Deckung! Das hält sich. Schon wieder. Thank you.
Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Wer? Oh, ich? Das mit dem Signal mache ich. Yeah!
Ich habe schon zu viel dabei. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Noch auf der Suche nach mir. Da hinten könnte etwas sein. So. Das brauche ich später noch. Wer ist da oben? Das riecht nach Ärger. Runter jetzt! Keine Verstärkung rufen. Sieg für die Urmutter. Man sollte die Sieg eines Geschlechts schätzen. Für die Göttin! Man kann nie zu gut vorbereitet sein.
Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Nimm meine Hand. Nimm du den da rechts. Ich übernehme den Linken. Zwei. Nimm du den Linken. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen.
Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ich muss schnell zu der Lohe. Ich muss die Lohe entzünden, und zwar schnell. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen. Zeigen, wie stark man...
Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die Bedrohung ist passé. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Jahre alt. Warum Lotta? Ich liebe die Runden mit dir. Weil ich die Runden mit Lotta liebe. Deswegen. Oh.
Ich hätte Emote Only machen, aber das funktioniert ja leider auch nicht. Wenn ich jetzt Emote Only mache, dann... Ach ja, ich hasse euch halt einfach. Lotte hat mir nicht mehr guten Morgen gesagt. Damn. Na, danke für 33 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ich habe gestern übrigens meinen Greenscreen mal zurechtgeschnitten, der dann hier hinkommt. Ich hoffe mal, dass ich den so auf das Mauspad spannen kann, also auf dieses riesige Mauspad. Ich habe ja so ein XXXXL Mauspad, dass ich meine Maus darauf gut bewegen kann und die nicht springt oder so. Das werde ich mal die Tage probieren. Guten Morgen, Mythic, wie geht's dir? Du reicher Schweizer. Wie viele Follower hast du? 25.000. Was hast du für eine Maus? Ich habe die Logitech G Pro Wireless. Ich meine, es ist, du und Lotta spielst, es macht richtig Spaß, euch zuzuschauen. Ja, das will ich meinen. Das will ich meinen. Wollen wir den Tag starten mit einem Bann für die Good Vibes? Hallo Social Bird. Hallo Nakomi. Ja, jetzt besser. Jetzt ist der erste Bann des Tages auch schon mal weg einfach. Das ist schon gut. Lotta Mod zu geben war halt mit so das Beste, was ich hätte machen können, würde ich sagen. La 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 la. Was kannst du von der Tastatur anmachen?